Du willst einen Online-Shop eröffnen oder du hast vielleicht einen bestehenden und möchtest dein Warenlager aufstocken und suchst ein Förderprogramm und hast das KfW-Startgeld gefunden. Und nun stellst du dir die Frage, wie viel von deinem Warenlager kannst du mit dem KfW-Startgeld finanzieren? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir begleiten jedes Jahr mehrere hundert Unternehmer und Gründer dabei, die verschiedenen Phasen erfolgreich zu durchschreiten. Und häufig sind damit Fremdmittel, Fremdkapital, Fördermittel mit eingebunden. Und wir helfen diesen Menschen, diese zu beantragen. Und eines der häufigsten Programme ist natürlich das KfW-Startgeld. Denn es gibt bis zu 100.000 Euro und die KfW gibt 80% der Bürgschaft dazu. Und wenn du dir die Richtlinie durchgelesen hast, dann kommst du sehr schnell an den Punkt, an den Passus, wo drin steht, dass maximal 30.000 Euro Betriebsmittel mitfinanziert werden dürfen. Und wenn du bereits ein Warenlager hast, sprich also du hast schon einen Warenbestand verkauft im Verkauf und du möchtest dieses Warenlager aufstocken, dann wirst du nicht mehr als 30.000 Euro an Waren finanzieren können. Aber trotzdem ist es so, dass es drei verschiedene Situationen gibt, wo du dann trotzdem das gesamte Warenlager oder Teile davon finanzieren kannst, und zwar mehr als 30.000 Euro. Der Unternehmer A hat beispielsweise einen Online-Shop und hat auch schon Produkte im Bestand und er will diese Produkte auf der einen Seite aufstocken und er will zusätzlich neue Produktlinien mit einführen. Unternehmer A kann die alten Produkte aufstocken um 30.000 Euro und zwar gemäß des Limits von 30.000 Euro Betriebsmittel. Die restlichen 70.000 Euro kann er verwenden, wenn er neue Produkte mit reinnehmen will, die er bisher noch nicht verkauft hat. Und so kommt er auf eine Warenlagerfinanzierung von insgesamt 100.000 Euro. Der Unternehmer B hingegen will nur neue Produkte mit in sein Warenlager aufnehmen. Dann sagt die KfW, dass alle Produkte, die zum ersten Mal verkauft werden, also das erste Warenlager oder die erstmalige Finanzierung von neuen Produkten, das sind Investitionen. Und damit kannst du bis zu 100.000 Euro dein Warenlager mit neuen Produktlinien auffüllen. Der Unternehmer C, der hat schon Produkte und will aber auch neue Produkte einführen. Dann kann er für die alten Produkte, die schon als Linie bereits im Absatz, im Verkauf mit angegeben sind, kann er mit 30.000 Euro finanzieren, sprich auffüllen. Und die neuen Produkte, die will er für 30.000 Euro einkaufen, dann kann er die auch voll als Investition mit in die Finanzierung aufnehmen. Und der Rest, das ist die gute Nachricht, die 40.000 Euro, die verbleiben, die kann er innerhalb von 5 Jahren auch noch mit einer zweiten Beantragung auch noch beantragen, wenn er zum Beispiel nochmals neue Produkte mit aufnehmen will, dann als Investition. Zusammengefasst ist das KfW-Startgeld ein Spitzenprogramm. Erstens, die KfW gibt der Hausbank gegenüber 80% Bürgschaft und eine Garantie. Das heißt, du kriegst überhaupt Geld von einer Hausbank, die dann nur mit 20% haftet. Der zweite Grund ist, du hast die großartige Möglichkeit, hier Investitionen bis zu 100.000 Euro zu finanzieren und die KfW betrachtet dein erstes Warenlager auch als Investition. Und der dritte Vorteil ist, dass wenn du schon Produkte veräußerst in deinem Online-Shop oder Ladengeschäft und dein Warenlager auffüllen, vergrößern willst, weil du ein Wachstum hast, dann kannst du zumindest bis 30.000 Euro die Bestandsprodukte finanzieren. Wenn du dieses Förderprogramm beantragen möchtest, egal ob du Gründer bist oder noch jünger als 5 Jahre am Markt, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Unser Beraterteam, über 40 Experten aus allen Bereichen, können dich dabei unterstützen, sowohl den Finanzplan oder Planbilanz als auch den Textteil, den Kreditantrag fertig zu machen und sicherzustellen, dass du alle Anlagen vollständig und richtig hast. Wir üben dann auch gerne das Bankgespräch im kleinen Assessment und das Gute ist, dadurch, dass wir zertifiziert sind, kannst du einen Zuschuss bekommen für unsere Kosten von mindestens 50 bis sogar 100% der Kosten. Das heißt, unterm Strich zahlst du glücklicherweise vielleicht gar nichts. Du kannst es herausfinden jetzt mit einem Gutschein. Gerne aber gib uns auch Daumen hoch und abonniere den Kanal oder empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.